Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay-Commentary in meinem Kanal. Heute mal wieder Pokémon, heute ein Abonnenten-Battle, die eigentlich erst viel später starten sollten, aber der Bimon hat mir schon eins aufgenommen und ich dachte mir, hey, das war ein so geiler Kampf, den zeige ich euch ein bisschen früher. Eigentlich wäre das Kampf Nummer 2 in der Reihenfolge und mit dem fange ich an, weil es einfach so ein geiler Kampf ist, weil man dann so schön viel erklären kann und viele sagen, oh, ich bin Noob, erklär mal ein bisschen und ich möchte diesen Kampf einfach als Beispiel nutzen für was ist Prediction oder Vorausahnen und wie sieht das Ganze aus und dieser Kampf ist einfach episch dazu geeignet, allein weil er 20 Minuten lang ist. So, ihr seht natürlich schon, mein Gegner startet mit Voltula, ich starte mit Voltula, ich habe noch dabei mein Scorgro, mein Tentoxa, mein Infernape, meine Gardevoir und mein Cherox. Und wir beide machen jetzt erstmal Klebenetz, das war so klar, weil das ist das absolute Klebenetz-Pokémon. Er hat auch dabei einen Infernape, einen Scharnierer, einen Turtok, einen Scorgro, einen Despota und natürlich auch hier, wie gesagt, die Spinne. Und wir kleben uns erstmal ein bisschen zu, haben jetzt beide den Init-Minus, also ist wieder sozusagen auf Null, weil wir beide verlangsamt werden, wenn denn mal die Verlangsamung zustande tritt, weil einige Pokémon fliegen ja und so weit. Bei mir ist das zum Beispiel Scorgro der Fall, bei ihm ist es das gleiche. Also alle außer Scorgro werden verlangsamt. Und jetzt kommt da sein Despota rein. Und hier kommt der erste Predict. Ich wusste, er hat einen Despota. Und ich wusste, dass es halt nicht sehr effektiv ist hier gegen Elektro und weil er vielleicht noch Tarnsteine dabei hat. Und bam, da kriegt er schon einmal das Käfergebrumm rein. Ja, Käfergebrumm ist eine Käferattacke und sehr effektiv gegen Unlicht. Und ich habe ja einfach mit dem Despota gerechnet. Ich wüsste nicht jetzt, warum nicht. Also Despota spielen viele. Wohlgemerkt, ich habe mit Mega-Despota gerechnet und nicht mit ja, einfach nur einem Tarnsteinleger, so wie das hier der Fall ist. Aber jetzt hat er auch noch Tarnsteine draußen. Was nicht sehr schön ist für mich, weil da einige doch sehr ein bisschen nerviger Schaden zustande kommt und über die Zeit kann einen sowas wirklich hinraffen. Das heißt, ja, Tarnsteinschaden ist gefährlich und wenn irgendwie die Möglichkeit besteht, sollte man zusehen, dass man sie bald wie möglich wieder los wird. Aber ich kümmere mich erstmal um den Despota allgemein los zu sein, weil was bringt es mir, die Steine zu beseitigen oder mich darum zu kümmern, wenn er sie einfach neu legen kann? Ist immer ein bisschen dumm. Ich kriege hier noch ein bisschen Sandsturmschaden, ja. Sandstürme sind auch nervig. Es ist genau das gleiche System nicht. Und er schickt hier wieder seine Voltula rein. Aber ich habe keinen Bock hier auf diesen Fight. Und seine Voltula ist jetzt langsamer als meine, weil ich hatte ja noch kein Klebenetz drauf. Ich gehe einfach raus hier, weil ich heb mir meine noch ein bisschen auf. Meine Echidna, die bleibt noch ein bisschen da. Weil ich möchte ja, ich sehe auch, er hat Turtok. Turtok ist ein Spinner. Mein Tentoxa ist mein Spinner. Aber ich gehe erstmal auf Batgirl, um die einkommende Elektroattacke abzufangen. Ja, weil Donner, selbst wenn es uneffektiv ist, ist immer noch stärker als ein Käfergebrumm, was seins wahrscheinlich auch hat. Und ich kann mich natürlich erstmal durch den Toxic Orb schwer vergiften und dadurch meine Heilung aktivieren. Also hier, ne, mein physische Wall ist das halt. Und da kommt seine spezielle Wall. Warum auch immer, ich bin nicht speziell oder so, aber hier Erdbeben. Und natürlich trägt ein Scharnierer einen Evoliten. Ihr müsst bedenken, das Vieh hat praktisch keine Verteidigung, von der zu sprechen ist. Das ist der Schaden, den ein Erdbeben anrichtet. Na gut, Batgirl ist auch nicht auf Angriff ausgelegt, aber ja, ne? Also vergibt man das Vieh erstmal. Ich weiß, er hat Aromakur. Das Vieh hat immer Aromakur. Aber ich möchte ihm einfach zwingen, einmal eine Aromakur zu machen, um ein bisschen mehr Schaden drauf zu kriegen. Weil eine Aromakur bedeutet für mich eine Nullrunde. Weil bisher ist nur sein Scharnierer vergiftet. Nichts anderes. Nullrunde für mich. Also ich kann ein bisschen was machen. Aber ich bin was frei, wenn ich weiß, dass Aromakur kommt. Man weiß halt, dieser Zug kommt halt. Und ich setze jetzt hier den Delegator ein, um mich irgendwie in eine bessere Position zu bringen natürlich. Und da kommt die Aromakur. Wie gesagt, ich habe eine Nullrunde für mich. Ist ganz praktisch. So was, also so, eine verdammte Nullrunde. Und hinter einem Delegator zu stehen, ist auch mal schön, weil es ist eine Attacke frei. Ich heile mich schön wieder hoch. Das nennt sich so, ja, das nennt sich einfach ein Aufbauspiel, was ich hier gerade mache. Also man muss versuchen, sich irgendwie aufzubauen. Und da kommt jetzt natürlich Turtok in den Kampf, weil Wasser ist sehr effektiv gegen Scorgro, weil es ein Boden-Flug-Pokémon ist. Also Flug hat ja keine Wasserschwäche. Und Boden eine Zweifach, also einmal neutral, einmal zweifach, bleibt zweifach. So kann man übrigens rechnen, wie viel Schaden ein Pokémon von welcher Typ Attacke kriegt, wenn man sowas ein bisschen aus dem Kopf weiß. Gerade bei diesen Mischtypen immer sehr wichtig zu überlegen. Auf jeden Fall, ja, er hat da einen Turtok und Turtok kriegt erstmal natürlich das Toxin jetzt ab. Und er megert das Vieh, das weiß ich jetzt, also das war dann, ja, nachdem Despota weg ist, wusste ich ja, dass das da sein Mega ist, weil keiner Mega-Despota mit Tarnsteinen spielt. Habe ich zumindest noch nicht gesehen. Und ich setze erstmal ein Schutzschild ein, um meinen Delegator zu schützen, eine Runde zu gewinnen und ihn ein bisschen am Gift leiden zu lassen. Das nennt sich Stalling. Und natürlich seinen Turbodreher, der jetzt auch gekommen wäre, abzuwehren. Also jede Attacke auf jeden Fall, das war zufällig, dass jetzt der Turbodreher kommt. Aber wie gesagt, der Vieh hat Turbodreher. Ich dachte eigentlich, jetzt kommt eine Wasserattacke, um meinen Ding zu beseitigen. Und ich wechsle aus, weil
Ich hasse das. Ich weiß, wenn er jetzt Turbo dreht, kann ich sofort wieder meine Dings legen. Also darum habe ich jetzt die Echidna genommen. Und sie ist Elektro-Pokémon, das trifft sich sehr gut gleichzeitig. Ja, aber die Steine liegen ja noch ein bisschen. Also er wechselt auch raus. Er holt jetzt sein Skorgro, weil auch, wie gesagt, Elektro-Attacken dem Vieh mal nix können. Und das Vieh hat natürlich auch einen Toxic Orb. Und ich rufe Echidna natürlich gleich wieder zurück, weil gegen Skorgro keine Chance. Gehen mein eigenes Batgirl. Krieg wieder ein bisschen spitzen Steinschaden. Ist nicht weiter schlimm. Skorgro setzt den Delegator ein. Ja, und jetzt haben wir die zwei Pokémon, die wir, glaube ich, am häufigsten in diesem Kampf sehen werden, gleichzeitig auf dem Feld, weil Skorgro kann beide Teams so ziemlich aufhalten. Ihr seht auch schon, wir haben drei gleiche Pokémon. Wir haben beide eine Spinne, wir haben beide ein Infernape, wir haben beide ein Skorgro. Und das hier ist ein reines Spiel von wegen, wer wechselt schlauer ein. Also reines Prediction Game ist das hier. Mehr ist das gar nicht und darum finde ich das so genial. Hier kommt natürlich Thaddeus, mein Spinner. Er setzt Schutzschild ein, kann er machen. Ich habe gewechselt. Jetzt habe ich eine Nullrunde. Jetzt weiß ich, dass ich auf jeden Fall mit der nächsten Attacke durchkomme. Und ich mache natürlich das erstmal das Allerwichtigste. Ich mache einen Turbodreher, weil ich will unbedingt die spitzen Steine loswerden, bevor ich irgendwelche anderen Pokémon reinrufe. Jetzt habe ich natürlich meinen Giftschleim verloren, mein Heil-Item. Finde ich ein bisschen nervig, aber ja, pack. Da kommt mein Turbodreher und ich bin die spitzen Steine und ich bin auch das Netz auf dem Boden los. Sehr wichtig, ihr habt gesehen, Thaddeus, also hier mein Tentoxa, ist eine spezielle Wall. Also selbst jetzt mit einem, ja, das macht nicht so viel Schaden, der Abschlag, weil ich kein Item mehr habe. Zusätzlich habe ich natürlich noch ein Siedewasser drauf, um Verbrennung und so zu fügen. Damit kann ich den Delegator locker loswerden zu diesem Zeitpunkt. Allein, wie gesagt, Skorgro Zweifachschwäche, da muss es nicht mal irgendwie speziell ausgerüstet sein. Oder ausgebildet hier mit EVs. Also spezielle EVs braucht man dafür nicht mal. Und da kommt natürlich eine spezielle Wall. Und ich finde das richtig gut, dass er das gemacht hat. Ich kriege ein Siedewasser drauf. Und natürlich, Hex kriege ich Hexburn. Also Hex heißt bei Pokémon einfach nur, dass man Luck hat. Das hat nichts mit Cheaten oder so zu tun. Hexburn, also, ne? Und natürlich hat Thaddeus auch einen Abschlag. Und jetzt hat dieses Vieh keinen Evoliten mehr. Das heißt, es verliert 50% seiner Spezialverteidigung und 50% seiner normalen Verteidigung. Und darüber bin ich einfach nur fucking happy. So, jetzt hat er natürlich da seine Teen Mom draußen. Und ganz ehrlich, was anderes als er da immer mit Abschlag draufhauen, könnte ich jetzt nicht tun. Weil Siedewasser und Abschlag sind die einzigen Attacken, die Tentoxa so bei mir beherrscht. Also kommt Infernape, der was machen könnte. Panferno auf Deutsch. Jetzt kommt ja auch gerade der deutsche Name. Der natürlich Sun Wukong heißt. Anderer Name wäre da einfach nicht. Ich weiß, Son Goku würde auch gehen, aber Sun Wukong ist eher an der richtigen Mythologie da dran. Fand ich jetzt besser. Da kommt nämlich sein Dings raus, sein physischer Wall, was bei mir das gleiche ist. Und ich hätte so gehofft, da jetzt den Burn drauf zu kriegen auf das Vieh. Oh, das hätte das Vieh so schön verkrüppelt. Aber nein, ich will mir nicht den Expertengurt von dem Vieh runterschlagen lassen. Also hole ich wieder rein meinen Thaddeus, der schon kein Item mehr hat. Da kann er ruhig wieder draufschlagen. Das ist nicht schlimm. Das macht dem nicht viel. Er heilt sich zwar noch ein bisschen. Ja, aber er ruft natürlich Skorgro zurück, weil er weiß, als Siedewasser tut dem Vieh richtig weh. Und schickt wieder seine, spezielle Wall raus. Und Chanera ist ein Drecksvieh. Chanera ist ein richtig, richtig mieses Drecksvieh. Und, ich hatte sogar auf dem jetzt den Dings runterschlagen zu können. Den Toxic Orb auf dem Vieh. Wenn er dann das nächste Mal Aromakur macht, kann er sich nicht mehr vergiften. Dann wäre seine Aromakur eine tödliche Falle. Aber ich rufe meinen Methos rein. Mein Mega-Sherox. Ich habe ja zwei Sherox. Ein Mega-Sherox, ein Walband-Sherox habe ich. Man muss ja immer mehrere spielen. Ich habe keinen Bock, immer alles rumzuwechseln, damit die Attacken und so mit den Herzschuppen. Das ist nervig. Und ja, eigentlich dachte ich, ich könnte der Team-Mom jetzt mal voll eine drücken. Natürlich nicht der Fall, aber ich gehe erstmal in meine Mega-Form, um ein bisschen Angriffsboost zu bekommen. Ich finde Mega-Shirox-Design irgendwie ein bisschen komisch mit den Klauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Mega-Shirox macht Spaß, obwohl Walband-Shirox auch nicht schlecht ist. Der Patronenhieb macht ein bisschen Schaden, aber nicht so viel, wie ich gern hätte. Und ich will auf keinen Fall den Donner treffen von einem Voltula hier. Das tut weh. Oder eine Donnerwelle in diesem Fall. So, er wollte mich halt paralysieren. Ging nicht, ich bin vergiftet, also von daher. Und ich bin Boden-Pokémon. Satz mit X, weil Boden-Pokémon, Elektro-Pokémon kennt ihr, wisst ja, sind, wirken nicht auf. Boden-Pokémon kann ja auch zwei Typ Flug sein, das tut mir herzlich wenig. So, Turtok ist jetzt natürlich im Klebenetz, das was ich nicht mehr habe inzwischen. Und ich setze ein Erdbeben ein, um mal ein bisschen Schaden rauszukriegen hier, egal auf was jetzt reinkommt. Das Einzige, was halt reinkommen können, was keinen Schaden frisst, wäre natürlich sein Skorgo gewesen, aber naja, das wäre ein Staller-Battle, der in die Ewigkeit geht. Ich finde erneut den Turbodreher von ihm.
Allein damit er seine Sachen einfach weiter da behält. Für solche Sachen kann man übrigens auch ein Geist-Pokémon mitnehmen. Auf Geist-Pokémon wirkt Turbodreher nicht. Und ich weiß, er macht jetzt wieder Turbodreher, um endlich dieses Zeug loszuwerden. Also hole ich Echidna raus, die natürlich einen Turbodreher locker überlebt. Ich meine, das Ding macht nur 25 Schaden und das Ding ist auf jeden Fall speziell. Also von daher macht das wirklich nichts. Und ich setze einen Käfergrum ein, allein um ihn jetzt erstmal so ein bisschen zu verwirren. Ich dachte jetzt, okay, er weiß, er denkt, jetzt kommt das Klebenetz, jetzt kommt eine Attacke. Naja, Käferwurm war, das war ein Missplay von mir. Ich hätte hier gleich das Klebenetz wieder auslegen sollen. Aber natürlich kommt hier meine physische Wall. Da kann auch der Mogelhieb kommen. Bäm. Das macht mal nix. Auch mit einem Leben, oh Panferno, das ist, ja. Wie gesagt, das heil ich, guck mal, das halt, einmal heilen, wieder eine Runde heilen, wieder hoch. Das ist nothing. Jetzt kommt natürlich Skorgo gegen Skorgro. Hier muss ich dazu sagen, ich würde den kürzeren ziehen bei diesem Duell, weil mein Skorgo beherrscht schon die Attacke Erdbeben, seines nur den Abschlag. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Abschlag macht nicht viel Schaden, aber zusammen mit Toxin ist es natürlich schon arg nervig, auch wenn Toxin nicht auf alle wirkt, warum ich übrigens hier Mephos reinhole, auf den wirkt kein Gift. Und der Abschlag macht auch nicht so viel Schaden. Vor allem, ich habe hier das Mega-Item, das kann er mir lustigerweise nicht abschlagen, das geht ja nicht. Ja, ansonsten, ich wechsle ein bisschen rum, halt um verwirren, das nennt sich Verwirrspiel. So, jetzt kommt hier wieder der Abschlag. Kann er gerne machen. Also, mein Skorgo hier kann er gerne abschlagen. Ich bin bereits schwer vergiftet. Der Toxic Orb hat seine Schuldigkeit getan. Und da ich keine Aromakur im Team habe oder sonst irgendwas, um meinen Status zu heilen, es gibt ja noch die Vitalglocke, ist es mir relativ egal. Mein Batgirl bleibt vergiftet. Darum ist der Toxic Orb auch dann hinfällig. Also, wenn ihr solche Pokémon habt, wo das Item hinfällig ist nach einmal Use halt, benutzt sie. Versuche hier natürlich Thaddeus rauszukriegen, um seinen Delegator loszuwerden. Hier muss ich jetzt ein Opfer bringen, weil er steckt hinter diesem fucking Delegator. Und ich muss jetzt mit diesem Wasser das Ding erstmal wegmachen. Sonst kann ich dem Vieh gar nichts, weil dann kriege ich eine Nullrunde und irgendwas wird mir abgeschlagen, was ich nicht will. Deswegen, hier muss man echt aufpassen auf Abschlag-Pokémon. Muss man immer aufpassen, weil so ein Item-Loss ist schon sehr hart. Weil Thaddeus, wie gesagt, der hat sich jetzt gar nicht mehr geil. Der hätte viel länger durchgehalten, hätte er seinen Giftschleim noch gehabt. Ja, und ich schicke natürlich meinen Batgirl erstmal wieder rein. Einfach um eine Runde zu gewinnen. Ich wusste echt nicht, was ich machen sollte an diesem Punkt, weil ich war so ein bisschen in der Bredouille. Das kriegen vielleicht einige schon so ganz mit. Ich habe schon ein paar mehr Pokémon verloren als er. Und ja, mein Thaddeus ist weg. Meine Spinne ziemlich angeschlagen. Das ist nicht eine sehr vorteilhafte Position für mich, weil Thaddeus ist der Einzige, der hier das Vieh richtig effektiv treffen konnte. Also mehr als neutral. Mit irgendwas. Und jetzt geht's los. Jetzt stehen wir beide im Delegator und ab jetzt beginnt das Psychospielchen. Wer traut sich als erstes zu wechseln? Wer traut sich als erstes anzumachen? Weil so kann keiner den Kampf gewinnen. Das wissen wir beide. Und er macht mit Abschlag einfach nicht genug Schaden. Und ich kann ihm gar keinen Schaden machen. Also wir würden hier beide einfach uns nur ewig dumm anstarren. Und das ist jetzt reines Psychospiel. Wer wechselt als erstes? Wer traut sich und wer wechselt richtig? Wer predicted richtig? Ich schicke meinen Mephos rein. Und ich habe das absolute Glück, er wechselt auch. Er hat auch nicht länger durchgehalten. Er wusste genau das gleiche passiert und er schickt seinen Turtok rein. Und jetzt kommt mal wieder meine Noobhaftigkeit zu tragen. Ich mache einen Patronenhieb. Ich habe vollkommen vergessen, dass das nicht effektiv ist gegen Turtok. Ja, also zumindest gegen Mega-Turtok. Das war ein bisschen doof. Ich kriege hier natürlich voll die Aquavelle ab und ich habe da versucht, noch eine andere Attacke zu machen, aber das Vieh ist tatsächlich auch noch schneller als ich. Ich hätte nie gedacht, dass ein Mega-Turtok schneller ist als ich. Also Turtok hatte auch so eine niedrige Init, ich war mir da echt nicht sicher, ich hätte vielleicht mal Pokowiki nachgucken sollen. Aber ich schicke natürlich mein Infernape da rein, weil das wäre schon Donnerschlag, das würde das Vieh auch wegmachen und ich weiß, dass Infernape auf jeden Fall schneller ist. Aber da kommt natürlich Skorgro und ich habe natürlich was anderes genommen als das offensichtliche Donnerschlag, also es kann ein Donnerschlag, das weiß man halt. Aber, ja, das ist auch nicht sehr effektiv. Halber Schaden und das heilt das Vieh so wieder weg. Und ich bleibe da auf keinen Fall drin, um mir jetzt wieder was abschlagen zu lassen. Dafür habe ich ja nun mal Batgirl, das zählt das aus. Und sie stehen sich wieder gegenüber. Ihr seht schon, Skorgro ist ein richtiges Drecksvieh. Und ich liebe es, das zu spielen, muss ich dazu ganz ehrlich sagen. Ich habe in jedem Team, ich habe drei Teams ja wie gesagt zusammengestellt. Und ich habe in jedem Team so einen Abfucker drin. Ein so ein Pokémon, das richtig abfuckt. Hier in diesem Fall ist es Skorgro. Wobei Skorgro ist noch managebar, wenn man was hat, wie man gegen ankommt. Und hier habe ich jetzt gehofft, dass das Schutzschild kommt. Oder nee, der Wechsel. Ha, ich weiß, da kommt die Situation gleich nochmal. Da kommen so viele solche Situationen. Ich komme da gar nicht mehr hinterher. Aber ich wusste, ja, er hat gewechselt. Also Doppelswitch, wir beide haben geswitcht.
Und jetzt schickt er seine Teen-Mom rein, weil ich wusste, er bleibt nicht drinnen mit dem Ding. Und jetzt kommt mein Klebenetz. Da ist es wieder. Klebenetz ist draußen und ich habe gewusst, dass er wechselt. Er hätte mich töten können, wenn er drin geblieben wäre, aber er wollte den Donner nicht riskieren. Und jetzt kommt natürlich mein Wall-Switch, weil ich auch natürlich meinen Heatner noch nicht verlieren will. Sie kann halt immer noch was reißen, wie man gerade gesehen hat. Und ich schicke mein Batgirl rein gegen das Vieh. Da kommt jetzt natürlich der Geowurf, um mich zu töten, weil Geowurf macht immer so viel Schaden, wie das Pokémon gerade an Level hat. Das heißt, in diesem Fall macht es immer 50 Schaden. Deswegen wird das auf Chanera auch drauf gemacht, weil es die beste Schadensattacke für Chanera einfach ist, weil es sonst mit keiner Attacke 50 Schaden raushauen könnte auf irgendein Pokémon. Zumindest nicht zuverlässig. Und ja, jetzt hat es wieder Dings vergiftet. Da kommt natürlich noch ein Geowurf. Juckt mich nicht groß. Das kannst du den ganzen Tag meinetwegen auf Skullcommander. Dann mach ich ein Schutzschild und dann bin ich fast wieder voll. Dann habe ich den Schaden weg. Aber er hat natürlich wieder Toxin drauf. Ich weiß, dass jetzt natürlich Dings kommt. Eine Aromakur, weil er will natürlich nicht down gehen. Weil für jede Wall ist ein Toxin eigentlich so der Tod. Und ich habe natürlich ihn jetzt in den gelben Bereich gehauen. Und hier kommt natürlich jetzt seine Aromakur, wie gesagt. Und er ist im gelben Bereich, Leute. Es ist tötungsbar. Es ist killable oder was weiß ich. Auf jeden Fall habe ich mich da derbe gefreut, dass es in den gelben Bereich endlich mal ist. Und ich dachte mir, jetzt kommt eigentlich ein Weichei. Ich habe schon wieder auf Erdbeben gedrückt. In der Hoffnung, dass der Zufallswert auf meiner Seite ist. Und natürlich kommt Skorko. Hab ich wieder Toxin gemacht. Boah, der Kampf ist noch keinen Tag her, keine zwei Tage. Und ja, egal. Ich wollte es eigentlich nochmal vergiften, damit es wieder den Aromakur machen muss. Jetzt weiß ich es auch wieder. Das ist immer so eine Sache, wenn man es nicht live macht. Ich würde gerne live machen, aber ich habe einfach kein Aufnahmegerät, kein eigenes. Das nimmt ja immer noch der Beamon für mich auf. Ich werde mir vielleicht in den nächsten zwei Monaten oder so ein Ding vielleicht holen, dann kann ich auch mal live was machen. Jetzt stehen wir uns wieder gegenüber. Ich weiß, langsam ist langweilig, aber es ist jetzt wieder das gleiche psychische Spielchen. Wer wechselt besser ein? Und ich habe die ganze Zeit, wenn ihr mal auf mein Team achtet, ein Pokémon noch nicht eingesetzt. Und ich versuche die ganze Zeit, das reinzukriegen. Aber da vorher muss dieses dumme Chanera weg. Dieses Chanera muss weg, weil es würde mich aufhalten. Alle anderen, die da sind, kann es mittlerweile fertig machen. Aber nicht dieses Fuck Chanera. Obwohl es den Evoliten nicht mehr hat. Das hat, ist immer noch eine verdammte spezielle Wall. Selbst ohne Evolit. Und naja, er kriegt natürlich meinen Delegator nicht mit einem Abschlag kaputt. Dafür macht das Ding einfach zu wenig Schaden. Und jetzt stehen wir wieder in der Bredouille. Wie gesagt, die beiden könnten sich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag gegenüberstehen. Oder bis die Schweine fliegen. Ist egal, was ihr lieber habt. Also wechsle ich wieder was rein. Ich habe gehofft, jetzt kommt von seiner Seite aus ein Schutzschild. Ich habe so gebetet und da kommt der Abschlag. Und das war es natürlich für ihn. Also es hat noch ein Item, es hat noch den Fokusgurt. Also macht Abschlag doppelten Schaden und ja, da geht Echidna down. Also kein neues Klebenetz für mich. Ich hoffe, ich predikte jetzt darauf, dass er jetzt versucht, sobald wie möglich natürlich seinen Totok rauszukriegen, um auf seiner Seite alles zu entfernen. Aber erstmal haue ich jetzt den Delegator weg, das kann ich ja nicht zulassen. Ja, er setzt jetzt ein Toxin ein, worüber ich eher froh bin, weil ich habe immer noch meinen Expertengurt. Sehr effektive Attacken werden halt verstärkt, deswegen Donnerschlag, Feuerschlag, da kann man eigentlich ganz gut mit arbeiten auf dem Vieh. Finde ich eigentlich immer noch die nützlichste Sache. Und ich rufe natürlich Sun Wukong zurück, er sollte wirklich nur den Delegator wegmachen. Und jetzt wechsle ich ein Amaryllis. Ich habe gehofft, jetzt kommt natürlich wieder irgendwas anderes. Alles an Abschlag. Und ich kriege erstmal den Aufheber. Ich habe natürlich jetzt gehofft, jetzt kommt irgendwie was. Aber natürlich kriege ich den Abschlag. Und jetzt verliert Amaryllis erstmal ihren Leben-Orb. Fuck my life. Aber er wechselt aus, weil, wie gesagt, das ist ein spezieller Angreifer, was ich hier habe. Und da kommt seine Teen-Mom rein. Aber, wie gesagt, sie hat den Evoliten nicht mehr. Sie ist im Klebenetz. Und Mondgewalt ist eine saustarke Attacke. Es macht nicht viel, aber es macht genug. Und ich bin schneller als das Vieh. Und ich komme die zweite Mondgewalt und endlich ist dieses Fuck Chanera da. Ah, jetzt kann endlich Amaryllis durchsweepen. Das hier ist übrigens ein mäßiges Gardevoir. Ich habe ja mehrere Shiny Gardevoirs. Hehehe. ich habe einige sind scheu, einige sind mäßig. Und das hier ist ein mäßiges. Darum spiele ich es mit Klebenetz, damit ich auch ja schneller bin als alles andere. Aber ich habe keinen Bock, hier den Mogelhieb zu fressen, da ich nicht weiß, wie viel Schaden der denn macht. Und hau natürlich erstmal wieder meine Batgirl raus. Ich hätte durchsweepen können, aber wie gesagt, Mogelhieb. Scheiße. Ich wollte erstmal gucken. Ich weiß natürlich, er wechselt jetzt. Und ich mache natürlich den Doppelswitch. Ich wechsle jetzt gleich wieder zurück. Also Batgirl weg. Jetzt kommt gleich wieder Amaryllis raus. Weil ich weiß, er bleibt mit dem Infernape auf keinen Fall drinnen gegen mein Batgirl, weil ich ein Erdbeben habe. Das würde das Vieh sehr, 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 sehr aua machen. So nach dem Motto. Und ich kriege jetzt die Fähigkeit Eisenfaust. Das ist mir in diesem Sinne so egal. Eine wirklich gute Fähigkeit ist auch nicht mehr wirklich da, die man kopieren könnte. Und da kommt seine Voltula. Und ja, Voltula kriegt jetzt den Psy-Shock seines Lebens.
Und das überlebt das Vieh natürlich nicht, weil Psyschock geht auch noch auf die normale Verteidigung, nicht auf die Spezialverteidigung. Und ich glaube, die ist bei dem Vieh noch geringer. Und tschüss, Voltula. Jetzt kommt natürlich Turtok, was natürlich auch wieder eine höhere Verteidigung hat als eine höhere Spezialverteidigung. Ja, Mondgewalt trifft neutral und ja, das tut dem Vieh gut weh. Tschüss, Turtok. Und an dieser Stelle weiß ich so ziemlich sicher, das kannst du noch gewinnen. Ich hatte schon nicht mehr die Hoffnung, weil ich hatte nur noch 3 Pokémon, er hatte 5 Pokémon, wenn er richtig mitgezählt hat. Und ich sah wirklich nicht mehr danach aus. Und jetzt kommt natürlich der Mogelhieb. An dieser Stelle fresse ich ihn und hoffe einfach, dass es, ja, nicht so viel Schaden macht. Auf jeden Fall ist es arg, ne? Ja, ich strecke natürlich zurück. Aber jetzt kommt der Psyschock, trifft natürlich den Infernape mit 2 Typ Kampf sehr effektiv. Das Vieh hat einen Lebenorb und ist dadurch weg. Ich hasse so, es gibt auch Leute, die spielen es mit Fokusgurt, aber das hatte ja wahrscheinlich auch seine Voltula. Und jetzt kommt Skorgro, mein Angstgegner noch zu diesem Zeitpunkt, weil erstmal kommt jetzt natürlich ein Schutzschild. Ich weiß nicht, er ist eigentlich voll geheilt, was dieser Schutzschild jetzt sollte. Mondgewalt geht natürlich dementsprechend daneben. Also haben wir noch eine Mondgewalt hinterher, die hat ja 95% Trefferchance, die geht so selten daneben. Und es macht über die Hälfte Schaden und ich bin so fucking happy. Und jetzt dieser Abschlag, vor dem hatte ich mich gefürchtet und ich überlebe mit fucking 14 HP. Oh, fuck yes, hab ich da gesessen. Und er macht natürlich ein Schutzschild, um sich noch ein bisschen hochzuheilen, aber das ist auf keinen Fall genug zu diesem Zeitpunkt. Und Mondgewalt und ja, das passiert jetzt gleich nochmal. Jetzt heilt er sich nochmal ein Stück, aber ich habe 3/4 Schaden gemacht, so um den Dreh. Das ist viel zu viel, das kann Skorgro nicht wegheilen und ja, sein zweites Schutzschild schlägt fehl. Danach wäre es questionable gewesen, fragwürdig, ob ich das mit einem Mondgewalt geschafft hätte, aber ja, Vieh ist weg und der Sieg geht an mich. Danke, Matthias, für diesen geilen Kampf. Ihr habt gesehen, das war reines Prediction-Game. Das war, das war cool, das war geil. Und so muss ein Pokémon-Kampf sein. Das war epischen Ausmaßes. Rein nur immer gemacht, was macht der Gegner? Was mache ich? Was macht der Gegner? Keiner hatte hier einen Vor- oder Nachteil, weil er bessere Pokémon hatte als andere. Jeder hatte gleich gute Pokémon dabei und das war richtig, richtig geil. Das war wirklich ein ebenbürtiges Match und sowas wünsche ich mir wieder. Und ich sage an dieser Stelle, wie immer, bis denn, euer Tio.